Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Minecraft Life in the Woods. So, ich werde mal versuchen. Ich bin am überlegen, ob ich den See erst austrockne, also das da unten austrockne. Und dann da runter gehe oder ob ich so da durchschwimme. Aber dann weiß ich nicht, ob ich ersticke. Komm, wir trocknen den mal aus. Hier mal dicht. So, jetzt bin ich gespannt, wie tief es da runter geht. Oh Gott, das Licht verschwindet mit. Ich wusste nicht, dass Wasser Licht spendet. Okay, hier ist noch... Warte. So. Man jetzt an. Hier haben wir auch Sand. Sand haben wir noch gar nicht, ne? Müssen wir mal ein bisschen was mitnehmen. Wegen, Gläser. Glas. Dann können wir uns mal ein paar Gläser machen. Also im Fenster. Glasfenster. So, wo geht's denn hier hin? Was ist denn das hier? Das ist cool. So eine richtig fette Sandmine. Boah, warte, das muss ich mir irgendwie, wenn ich hier wieder rausgehe, markieren. Weil hier haben wir mal einen richtig fetten Vorrat an Sand. Das finde ich total nice. Guck mal, hier ist sogar anderer Stein. Sandstein. Ist das hier so ein unterirdischer Tempel? Vielleicht eine untergegangene Zivilisation, die wir hier erforschen, entdecken. Die Fledermäuse tun mir ja nichts, ne? Spinne. Das ist gar kein Fledermaus. Komm her! Attack, attack! So, wir hatten noch ein bisschen Kohle aufgesammelt. Dann machen wir uns noch mal ein paar Fackeln hinterher. Blub, 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 blub. Ich verstehe immer noch nicht, warum hier so grün ist. Mann, ich will das verstehen. Ich habe echt Angst, dass wir irgendwann zum Zombie werden. Da ist die Musik einfach mal weg. Da geht's ja weiter. Gott, das ist ja auch so riesig hier. Vielleicht finden wir hier Redstone. Attacke! Hier verirre ich mich doch. So verwinkelt, wie das ist. Geht hier einfach in jede Richtung. Okay, hier geht's nur im Kreis. Wo geht's hier lang? Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo geht's denn jetzt hier hin? Das Eisen nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Davon können wir, glaube ich, momentan echt... nicht genug bekommen. Lup, lup. Irgendwie hat die Musik einen Hänger gehabt. Okay, warte mal, wir machen uns hier gleich einen Rückweg. Vorsicht vor der Lava. Okay, und da unten ist wieder Wasser. Aha. Brodelt, ne? Blub, blub, blub. Boah, guck mal, eigentlich müsste das hier so mega zischen. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass... Oh Gott! Nein! Ah! Oh Gott, Flucht, Flucht! Puh. Puh, puh, puh. Ich hatte Angst, dass die Strömung von dem Wasser... uns in die Lava reintreibt. Oh Gott, das muss so mega heiß hier sein, ne? Wo er jetzt gerade steht.
Wir müssen mal ein bisschen was futtern gerade. Gib dir die Erdbeere. So. Was haben wir denn hier so Schönes? Auf jeden Fall Eisen wieder. Eisen, Eisen en masse. Ah, das ist schön. Oh Gott, da haben wir wieder dieses komische Zeug, wo ich immer noch nicht weiß, wofür. Nein, Falle! Oh Gott! Oh mein Gott! Wo kommt der denn her? Den habe ich ja gar nicht mitbekommen. Da haben wir auch noch Eisen. Jetzt will ich aber doch die Spitzhacke ein bisschen behalten. Nicht, dass wir nachher doch noch... Oh nein, noch einer. Geh weg! Alter! Wie die Spinne... Er hat die Spinne mit in den Tod gerissen. Nicht, dass wir nachher doch noch Redstone finden und dann habe ich keine Eisenspitzhacke mehr, um das abzubauen. Ich werde mal eben hier ein bisschen Erde mir wieder mitnehmen. Damit ich wieder zum Bauen ein bisschen was habe. Habe ich doch immer ganz gerne so bei mir. Blapp, blapp, blapp. Nein, da kommt noch einer. Alter, ist da ein Spawner? Ah, fuck. Ich komme nicht schnell genug weg immer. Nicht, dass hier ein Creeper-Spawner ist. Da haben wir Zombies, da ist noch ein Creeper. Ach, Mann. Ich war doch weg. Gelandet. Was ist das für eine Riesenhöhle? Voll gut. Voll gut. Aber ich habe echt Angst, dass ich mich hier verlaufe. Nee, guck mal, da ist eine Fackel. Da waren wir schon mal. Hä? Guck mal jetzt wieder an. Oh Gott, und oh Gott, und da geht es noch runter. Also kurz mal die Lage checken. Ach, von da sind wir gekommen. Da ist der Ausgang. Okay, aber hier geht's runter. Okay, dann gehen wir da erstmal runter. Er hat eine Rüstung an. Tot, tot den Zombies. So, dann machen wir uns hier wieder einen Weg nach unten. Nach unten finde ich gerade gut, weil wie gesagt, ich glaube, dass... Ah, jetzt aber wieder hoch. Wo geht's da lang? Ach ey. Wo geht's denn hier jetzt schon wieder lang? Ich höre wieder Wasser. Okay, aber mehr ist hier auch gar nicht. Ich war gerade leise, weil in der Musik war so ein kleiner Effekt, der hat sich angehört wie meine Klingel. Deswegen hatte ich gerade gelauscht. Okay, da waren wir auch schon mal. Ach, dieser... Nee, hä? Wo sind wir denn? Es ist so verwirrend. Es ist so verwirrend. Hier sind wir runtergekommen, oder? Irgendwann auf jeden Fall mal. Okay, warte mal. Ich gehe erstmal Ausgangssituationen wieder mir angucken. Um irgendwie der Lage Herr zu werden. Ich bin gerade einfach nur verwirrt. Eisen. Nimm mit. Boah, aber an Eisen haben wir echt ordentlich was bekommen. Das freut mich dann doch ein bisschen, weil dann haben wir
genug, um uns mal so ein paar geile Werkzeuge zu machen. Dann geht das alles so ein bisschen flotter. Also, wo war jetzt die Ausgangssituation? Nee, hier nicht. Hä? Da? Nee, hä? Gott. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich verlaufen. Hier sind wir schon mal gewesen. Ich gehe mal wieder hoch hier. Also von hier sind wir auf jeden Fall runtergekommen irgendwie. Hier habe ich mich nämlich runtergebaut. Oder? Habe ich das? Doch, da ist eine Fackel. Ach, hier dieser. Okay, jetzt sind wir hier bei dem Raum. Okay, dann gucken wir mal in die andere Richtung. Hier müsste der... Da sind wir irgendwo hergekommen. Gott, der Zaun. So. Wir nehmen das Eisen doch mit, weil ich habe gerade ja gesehen, wir haben ja en masse an Holz mit. Zur Not machen wir uns einfach eine Werkbank und stellen uns eine neue Eisenspitzhacke her. Oder ich muss bei Spitzhacke immer an Spitzkacke denken. Warum auch immer. Gibt das spitze Kacke? Also so als Fachbegriff, dass man zum Arzt geht und der Arzt sagt so, sieht aus, als hätten sie Spitzkacke. Was machen wir dagegen? Ja, abrunden. Immer schön schleifen, kneten. Keine Ahnung. Vielleicht ist ja ein fachmännischer Arzt unter den Zuschauern, der mir das beantworten kann. Fachmännisch ist auch. Ist das nicht sexistisch wieder? Wenn man sagt, so, ich bin Fachmann da drin, ne? Gibt es auch eine Fachfrau? Sagt man das auch? Ich bin Fachfrau da drin. Habe ich noch nie gehört, glaube ich. Ich glaube, man sagt immer nur Fachmann, ne? Oh ja, da musst du den Fachmann bestellen. Da gibt es doch bestimmt wieder irgendeine Petition auf change.org, wo dafür geworben wird, dass es auch Fachfrau heißt. Habe ich zumindest nicht mitbekommen, dass es eine gibt, aber bestimmt. Es gibt ja auch da tausend Petitionen für allen möglichen Scheiß. Wir machen uns hier mal eine Treppe. Whoop. Hallo. So, jetzt darf ich nur nicht den Überblick verlieren. Hier geht's noch hoch. Da geht's dann aber in diesen selben Raum, glaube ich. Da waren wir schon mal. Oh Gott, wie er an Nahrung verliert. Zucchini, Gurke. Hm? Oh nee, warte, Gurke behalten wir. Die müssen wir anpflanzen. Gurke haben wir, glaube ich, noch nicht. Vielleicht machen wir uns mal einfach hier, weil wir gerade... Oh! Kommt ihr denn alle her? Lasst mich... Nein! Oh Gott, ich dachte, ich habe mich da gerade irgendwo reingebackt. Wir machen uns hier mal einen kleinen Posten. Und zwar... Gold habe ich... Wo habe ich denn Gold eingesammelt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Geht das? Das geht nicht. Ich will mir einen Ofen machen. 8 Stück brauchen wir. Schwarzer Granit. Geht das... Falsches. Geht das damit? Ja! Schon wieder ein Erfolg erzielt. Andauernd erziele ich hier dieselben Erfolge. Kohle haben wir gerade nicht. Da. In der Höhle finden wir doch alles, was wir brauchen. Dann stellen wir uns gleich nochmal eine neue Spitzhacke auch gleich mit her. Dann sind wir soweit gerüstet erstmal wieder. Das halte ich für einen guten Plan. Ob er es sein wird, werden wir sehen. Wo kommst du denn schon wieder her? Nein, nein, nein. Ah, Mann. Ich war weg. Okay, ich habe diesmal keinen Schaden bekommen, immerhin. Hier. Vorsicht, nicht das.
Ich werde nur kochen. Hä? Ah, ah. Du Sau. Ich kann uns mal einen Durchgang mitmachen. Da geht's auch noch hoch. Bop. Fackeln müssten wir uns auch gleich nochmal ein paar machen. Oh nein, ich hau das weg. Und was ist dahinter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh bloß weg. So, dann schmelten wir uns noch ein bisschen Eisen ein. Haben wir mal ein kleines hier? Nein, Creeper. Ja, endlich mal. Ohne, dass er explodiert ist. So, gönn dir. Immer runter damit. Kurz mal richtig hinsetzen. So, 3 Eisen brauchen wir. Dann können wir uns nochmal eine Spitzhacke herstellen. Da haben wir sie. Dann gibt die Kohle wieder her. Daraus machen wir... Nein, ist ja noch gar nicht fertig gewesen. Zu vorschnell. Mach, 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 mach. Werd ungeduldig. Was sind das hier? Kastanien. Cool. Ich dachte, ich hätte was gehört. So. Und Fackeln. Da, ich hab doch was gehört. Doch, ich... Kartoffel! Wo habe ich die denn her? Alter, Kartoffeln! Wir können... Kartoffeln herstellen. Da können wir uns bald Pommes machen. Wie gut. Wie gut. Oh Gott. Wie groß diese Höhle ist, ne? Denkst du dir nichts Böses? Willst du eigentlich nach Hause? Und dann kommst du hier an. Also, ist jetzt nicht schlimm, aber ist schon schlimm. Nein, ist schon krass. Drückt mir die Daumen, dass ich hier irgendwo Redstone finde. Geht's da lang? Nein, mach mal erstmal die hier alle. Wo ist meine Erde? Inventar ist auch bald voll. Hier ist das ein... Ach, das ist hier. Alter, wie verwinkelt diese Höhle auch ist. Hier geht es jetzt auch noch lang. Okay. Ob ich hier jemals wieder rausfinde, Leute. Ich hoffe es, aber ich habe da irgendwie gerade so ein bisschen Bedenken. Und ich werde nicht diesen Trick anwenden, mich einfach nur nach oben zu buddeln. Wenn wir hier irgendwo rauskommen, dann suchen wir so lange, bis wir diesen Ausgang auch finden. Denn wenn du in einer Höhle gefangen bist, dann kannst du dich auch nicht einfach nach oben wegbuddeln. Also kannst du mal versuchen, aber wenn wir wissen, wie lange das dauert. Die ist überflüssig. Ah, und einfach mal Endstation. Okay, und dann geht's da vorne aber noch runter, ne? Ich höre hier noch irgendwas. So, hier unten waren wir noch, genau. Da geht's noch nach rechts und nach links. Wo gehen wir zuerst lang? Ich mach die Augen zu und dreh mich. Und da gehen wir hin. Toll. Dann gehen wir da lang. Okay, da geht's nach oben. Wäre ich mal in die andere Richtung gegangen. Hier wird's nur wieder noch verwirrender. Aber ist gut, mit dem Granit konnten wir ja, glaube ich... Was habe ich denn da gerade rausbekommen? Ein Golden Nugget. Einfach mal so. Das Ding...
schwarzen, aua, schwarzen Granit konnten wir ja auch Steinsachen herstellen dann. Aber ja, obwohl, wir haben auch so viel Eisen mittlerweile. Gott, wir dürfen jetzt auch nicht sterben, ne? Da verlieren wir ja alles. Das darf nicht passieren. Das darf auf keinen Fall passieren. Das wäre echt mega, mega ärgerlich. Und ob wir dann so schnell das wiederfinden, bevor die Sachen dann decayen oder despawnen. Ich weiß nicht, was ist denn der Unterschied zwischen despawnen und decayen? Also ich weiß es nicht, deswegen frage ich. Vielleicht weiß das ja jemand. Und da haben wir auch nochmal... nee, ich dachte, das wäre eine Grube. Hallo. Ich erleuchte euch. Na, er kommt zuerst. Ich habe nur gewartet, wer zuerst kommt. Komm her. Und dich kriegen wir auch. Stirb. Warte, komm, das nehmen wir uns schnell mit. Kommt er wieder hoch? Kriege ich jetzt einen Pfeil ab? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Gib mir noch einen Moment. Gönn mir doch mal einen Moment der Ruhe. Patsch. Okay, oh Gott, und da geht's auch wieder runter. Der hat einen Bogen fallen lassen. Piep, piep, piep. Da waren wir schon mal. Wo bin ich denn jetzt schon wieder angekommen? Sagen, waren wir hier auch schon mal, aber das ist Lava, die hier leuchtet. Dann haben wir noch Eisen. Das gönne ich mir, das gönne ich mir. Alter, wir werden nie wieder Eisenprobleme haben. Also vorerst. Irgendwann bestimmt. So, wir müssen hier nochmal ein bisschen Kohle mitnehmen für Fackeln. Wir müssen auch langsam zurück. Ich habe nämlich keine Nahrung mehr. Ich meine, zur Not können wir uns jetzt doch noch eine Gurke und eine Kartoffel reinhauen. Aber, warte mal. Die eine Stelle, die kam mir hier... Nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Au, 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 au. Alter, ist auch so laut, aber... Das kam mir hier so bekannt vor. Geht's hier nicht nach draußen? Da geht's doch nach draußen. Kann ich mir das hier irgendwie kennzeichnen? Damit, wenn ich das wiederfinde. Weil ich würde dann erstmal jetzt zurückgehen, die Sachen auf jeden Fall ablegen, dass die safe sind. Ich hoffe, es ist nicht gerade Nacht draußen. Wir können doch so. Also das soll ein Pfeil. Naja, ist ein toller Pfeil. Naja. Naja. Mach Pfeile. Warte mal, dann müssen wir das eigentlich hier noch abbauen. Das soll für mich halt als Erinnerungsstütze dann dienen. Komm, das erkennt man doch als Pfeil. Da lang. Dann weiß ich, okay, hier lang und dann sehe ich gleich, okay, da müssen wir noch lang. Und da müssen wir noch lang. Das heißt, warte mal, wenn wir hier noch lang müssen, dann werde ich hier mal eben lang gehen und die Fackeln wieder mitnehmen. Damit ich dann von da gleich sehe, dass der Raum hier noch dunkel ist. Und ich neugierigerweise hier reinrennen werde, um ihn zu erforschen. So. So sieht das aus, als wenn ich, den sehe, sagen würde, oh, da muss ich nochmal lang. Nee, irgendwas leuchtet da noch. Was leuchtet denn dann? Von hier oben, ne? Okay.
Ich glaube, das ist dunkel genug. Und jetzt habe ich auch so viel drüber gequatscht, dass ich mich bestimmt daran erinnern werde. Werde ich nicht. So, dann gehen wir mal raus. Ich hoffe, das war jetzt hier auch der Ausgang. Dann müssen wir uns oben das Ding nur irgendwie kennzeichnen. Dass ich das auch wieder finde. Also hier im Wasser war auf jeden Fall nicht. Hier irgendwie. Nein. Lass das. Nein. Oh Gott. Und es ist natürlich gerade Nacht. Ich muss mir die irgendwie kennzeichnen. Dafür wäre die Karte super, weil dann könnte man jetzt mit der Karte sich hier so eine Markierung auf der Karte machen und sagen, unerforschte Höhle oder sonst irgendwie, oder Grotte des Grauens, sie irgendwie benennen. Ich komm. Oh Gott. Kommt in den Allee her. Hä, was habe ich denn da gerade eingesammelt? Eine Karotte. Nein. Oh. Oh, oh, oh. Der war knapp. Komm schon, das muss doch gleich wieder Tag werden. Nein, sie kommen. Sag mal. Kommen Zombies nicht normalerweise? Oh Gott, ich verhungere. Ich muss die Karotte essen. Was habe ich mir eingesammelt? Alter. Es hört sich an, als wenn der direkt in mir drinne steht gerade. Nein, nein, nein. Nein, was, was? Nein. Warum bin ich denn gestorben? Ein Zombie. Jetzt müssen wir aber schnell sein. Komm, 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 komm. Nein! Die ganzen Sachen! Das kann doch nicht sein. Was ist denn das da? Hä? Ah, ist das, wo meine Leiche ist? Wird es mir angezeigt? Ist meine Leiche da drunter? Ja! Ja! Stirb, stirb. Kriege ich meine Sachen wieder? Alter, wo kommt ihr denn alle her? Komm schon, das ganze Eisen. Stirb doch mal. Wie mache ich denn das? Kann ich den abbauen und krieg dann alles wieder? Da, oh, oh! Ja! Nimm. Boah, wie gut. Boah, hatte ich Angst. Oh. Irgendwas ist zu viel. Alter. Ja, jetzt ist das Schwert kaputt. Wann wird denn das wieder hell? Oh Mann. Ist da noch einer, oder? Wann wird denn das wieder hell? Soll mal wieder hell werden. Hier, Spaten. Weg mit dem Spaten, dann nehme ich lieber den Sand mit. Hm. Können wir den abbauen und mitnehmen? Nö, er ist einfach weg. Pff, okay, aber wir haben unsere Sachen immerhin wieder. Oh Gott. Eisenerz. Da, 64er Stack. Oh. Alles klar, ihr Lieben. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Dann mache ich hier eine kleine Aufnahmepause. Also nicht Aufnahmepause, sondern Pause. Und dann bringen wir die Sachen hoffentlich safe nach Hause. Nächste Runde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Minecraft Life in the Woods. Unser erster Tod. War schon doof. Naja, alles klar. Bis denn. Bye, bye.